Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, kleinen, kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und derzeit auf einem Rennfahrertrip, könnte man sagen. Deswegen gibt es heute für euch das schöne kleine Open Source oder Freeware? Ich glaube Open Source Spielchen Ultimate Stunts. Falls Open Source nicht stimmt, wird das bestimmt gerade eingeblendet. Und was ist Ultimate Stunts? Tja, Ultimate Stunts ist ein Rennspiel, das, wie sagt man so schön, die Rennspiele der ganz alten Schule kopiert. Soll heißen, was soll das eigentlich heißen? Mir fällt gerade kein klassisches Beispiel ein, aber es gab mal diese Art von Spiel, die man aus der Cockpit-Perspektive gespielt hat. Und wenn man irgendwo gegengefahren ist, zerriss die Windschutzscheibe und das Rennen war vorbei. Das nenne ich mal ein Schadensmodell. Nix hier mit wegfliegenden Kotflügeln oder mit Panzermodus einfach strack durch, sondern Laterne, Auto, bumm, fertig. Einmal neu starten, bitte. Und so oder so ähnlich gestaltet sich auch, zumindest nach einem ersten Test, Ultimate Stunts. Genug das Menü angeschaut, wobei das können wir eigentlich mal kurz machen. Set Game Typ Local, das heißt, es gibt auch einen, zumindest einen LAN- und Netzwerkmodus. Den habe ich persönlich aber noch nicht getestet. Falls sich da jemand findet, der Interesse hat, können wir gerne mal machen. Bitte kurz melden, was ich auch vorlese oder unter diesem Video. Aber du darfst damit rechnen, dass das Ganze auch in Videoform irgendwie balladeit wird. Also bitte keine falsche Schüchternheit und Mumble solltest du auch installiert haben. Wie auch immer. Select Track. Default.track. Ja. Genau, da ist es. Wir nehmen einfach mal den. Wir bleiben mal bei Default, aber nur, dass ihr mal sieht, da geht so ein bisschen was. Die anderen kenne ich jetzt alle nicht, beziehungsweise Default kenne ich auch nicht wirklich. Players. Ja, so muss das natürlich sein. Wir fügen erstmal einen Spieler hinzu, weil wir es können. Also, da ist natürlich ein Mensch. Der Name ist natürlich nicht AI-Player, sondern der gute, alte, uns bekannte und geliebte Meldrian. Und außerdem wird gefahren. So der erste die erste Sicht auf die Grafik eigentlich, die nicht so hässlich ist. Wobei ich da ja generell, oh schick, nicht die allzu hohen Ansprüche habe. So, Lamborghini Diablo, oh, das könnte man auch gut machen. Porsche, ein T-Ford, hübsch. Nicht ganz gut mal modelliert, aber hübsch. Formel 1 Auto, ja, da weiß ich, dass man direkt vom Baum landet. Chrysler Town and County. Oh ja, komm, den nehmen wir, scheiß doch drauf. Also, choose a car color. Komm mal, schön, da können wir nochmal ein bisschen hier beiflanschen, aktualisieren, schöner machen. Wir nehmen natürlich wie immer dunkelblau, was total scheiße aussieht. Dann nehmen wir halt eine schöne Farbe, genau. Okay, dann ist derjenige ready, das ist jetzt also, das bin jetzt quasi ich. Und dann nochmal zurück ins Hauptmenü, Replay, braucht man nicht, Settings, sind relativ kryptisch, aber machbar. Und obwohl das Spiel auf Deutsch gestellt ist, ist es in Englisch, ich find's wunderschön. Sonst gibt es gerade nichts, was mir spontan einfällt. Also Drive! Oh, jetzt fahre ich. Oh Gott, warum fahre ich jetzt mit zwei Spielern? Okay, das war so nicht gewollt. Hallo. Hallo. Jetzt könnt ihr mal mein Auto von hinten sehen. Guck mal hier mein Auto. Ja, guck mal. Ja, wie gesagt, wir alle kennen das noch. Beziehungsweise der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Irgendwo gegenfahren, Windschutzscheibe, fertig. Und jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich hier mit zwei Spielern spiele. Das geht ja überhaupt nicht. Dann muss ich den jetzt echt wieder löschen. Das ist ja total bescheuert, tut mir leid, aber. Ja, dann hau weg. Tschüss. Also auf jeden Fall Multiplayer-Modus gibt's, ne? Habt ihr jetzt auch gesehen. Also, der gute, alte, uns bekannte und vor allem geliebte. Natürlich will ich das Auto wieder haben. Und natürlich muss das rosa sein. Was ist denn da los? Ach, nehmen wir halt hellgrün. Oh, auch sehr geil. Ready. So, Return to Main Menu. Wenn jemand weiß, wie man das Spiel irgendwie temporär mal deaktivieren kann, einfach Bescheid sagen. Set Game Type. Ja, scheint wohl generell alles so ein bisschen Multiplayer-mäßig ausgelegt zu sein. Und nicht so für Single. So. Da wollen wir doch mal schauen. Also, ihr seht oben rechts die Map. Ihr hört das Motorengeräusch. Schöner könnte es kaum sein. Und ich habe natürlich so ein gutes, altes Auto. Klingt man, hört man auch so ein bisschen. Und merkt man auch in der Geschwindigkeit, hier geht einiges, die Lenkung ist so gut wie nicht vorhanden, merke ich gerade. Das heißt, ich habe eines der besten Fahrzeuge der Welt ausgewählt. Ja, aber mit dem bisschen Geschwindigkeit kommt man wenigstens hier gut um die Ecken, sollte man meinen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder auch nicht.
Ich werde euch jetzt... Ach, was ist denn hier los? Achso, hier geht's runter. Sehr schön. Das war unerwartet. Naja. Ich werde mal versuchen, diese Runde für euch zu beenden und hoffentlich einigermaßen... Ach du Heiland, erfolgreich, wollte ich sagen. Juppdido, Fahrphysik at its best. Aber das liegt... Ach, guck mal, die Brücke ist durchsichtig, auch sehr charmant. Aber das liegt sicherlich an diesem wunderbaren Auto, was ich gewählt habe, was ich nicht kenne, blöderweise. Das ist so der Hintergrund, oder beziehungsweise der Negativfaktor, wenn man solche Videos macht. Dann sollte man vielleicht das wählen, was man schon einigermaßen kennt. Wäre ich mal beim Ferrari geblieben, der ist meines Wissens nämlich einigermaßen annehmbar zu fahren. Ich möchte nicht in das gut animierte Wasser fahren. Vielen Dank trotzdem. Ich weiß die Geste zu schätzen. So, und Vollgas. Ich weiß gar nicht, also diese 80 die oder 90, die gerade unten angezeigt werden, das ist ja wohl jenseits der Realität. Ich als Autofahrer weiß in etwa, was 100 km/h sind und das fühlt sich nicht wie 100 km/h an. Naja, auf F1 kann man, glaube ich, die Sicht umstellen, die ich das eben richtig gelesen habe. Erstmal kurz um die Kurve. Oh, scheiße! Oh, war das gut. Also glücklich. Andere wären jetzt gestorben. Oh nee, das war ein anderes Lied. Ich will aber wieder den coolen Anfangstrack haben. Der ist nämlich geil. Den Soundtrack ist relativ gut. Oh nee, jetzt habe ich mich total verhackt hier. Oh Mann, oh Mann. Ganz vorsichtig. Ich will nicht sterben. Wie gesagt, one hit. Also einer, der zu hart ist und dann war's das, ne? Dann könnt ihr euch schön von Mutti eine Karte ins Krankenhaus schicken lassen. Oder beziehungsweise das Rennen neu starten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt schon. Der schöne Highscore. Na gut. Jetzt aber wieder. Feuer frei. Als wär's nix. Und bergauf, wie die Leistung abfällt. Krass. Oh, das war ein Jump. Oh, scheiße. Ja. Know your racetracks. Know your racetracks. Okay. Ich versuche nochmal kurz was auf die Reihe zu kriegen. Komm hier, Aston Martin. Komm, der sieht einigermaßen gescheit aus. Aber der braucht eine andere Farbe. Soundtrack-mäßig, ich finde das nicht schlecht. Ich mag ja so Sachen, ne? So. Komm, zeig mal, was du kannst. Ach komm, der hat die gleichen Fahreigenschaften. Ah, nee. Ich nehme alles zurück. Da geht einiges mehr. Und wir nehmen mal die große Strecke außen rum. Das geht jetzt vielleicht schneller. Nur, dass ihr die auch mal gesehen habt. Oder soll ich den Jump nochmal probieren? Stimmt jetzt ab. Okay, ich probiere den Jump. Wow. Ich würde gerne mal die Sicht umstellen. Das muss doch irgendwo gehen. Einfach, um zu gucken, ob das auch gescheit... Ach, du je. Uiuiui. Ob das auch gescheit ist. Ach ja, Escape bringt euch im Übrigen raus. Hups. Also, Settings, Input Global. Oh, okay. Doch, das wäre hier dabei. Input Player 1. Ah, ne, das ist... Ach, man kann auch zusammen an einer Tastatur... Das ist total gestört. Player 0 bin ich in dem Fall. Camera Change Right Shift. Hab ich da eben gedrückt. Also, nochmal. Mit dem gleichen Auto. Weil es so geil ist. Ah, ja. Oh, Cinema. Uhuhu. Oh, nee, das ist Cinema. Cinema. Wie geil ich bin. Ui. So, mal gucken, was geht. Mal gucken, was geht und ob was geht. Die Bremse ist im Übrigen das Beste in dem Spiel. Ach du je, Vater. Lenken at its best. Fahreigenschaften wie damals zu Zeiten des Kaisers. Ui, da wird mal gehüpft. Hübsche Unterbodenanimation, by the way. Wow, Bro. Come at me. Komm schon. Komm schon. Ich hab doch extra Fahrmodus Simulation ausgewählt. Ui. Ja klar, solche Sprünge überleben, aber nicht gegen Baum fahren können. Ey, das sind wie die richtigen Autos. So. Also ich bin mir ganz sicher, dass das so im Singleplayer-Modus nicht so wirklich geil kommt, das Spielchen. Beziehungsweise es gibt jetzt, meines Erachtens, ich habe jetzt keinen gesehen, keinen Championship-Modus oder sowas. Also man müsste sich dann mit sich selbst vergnügen. Was schon wieder ziemlich versaut klingt. Beziehungsweise man muss halt gegen die eigene Bestzeit fahren. Ich vermute aber mal, aufgrund der kaputten Fahrphysik, ich nenne das jetzt einfach mal so, oh, hier muss ich Anlauf nehmen, das ist der Jump. Aufgrund der kaputten Fahrphysik ist es sicherlich relativ lustig, mit anderen Mitspielern zu zocken, weil einfach beide komplett am Ab
kacken sind. Nehme ich jetzt einfach mal an. So. Und jetzt. Cineastisch in Szene gesetzt. Ich glaube nicht, dass ich die nötige Geschwindigkeit auf die Karo kriege. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Lilly, komm schon. Ja, 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 ja. Leck mich am Arsch. Cool. Och, ein Looping. Guck mal, als wär's nix. Those sounds, though. Geil. Juhu. Jump around. Oh, da hat sich das Spiel nicht lumpen lassen. Und jetzt sind wir auch schon fast im Ziel. Leck mich am Arsch. Ist das Penalty Time? Ach komm, weil ich mal ein bisschen über das Gras gefahren bin oder so. Das scheint ja irgendwie berechnen zu können. Yeah! Few finished, waiting for other players. There are no other players. I'm the one and only. Und ich war sogar schneller als mit dem Lamborghini Diablo. Das darüber lässt sich, ja. Darüber sollten wir uns vielleicht bei Gelegenheit nochmal streiten, was jetzt genau schneller ist. Aber egal, return to main menu. Wir gehen nochmal kurz die Autos durch, ansonsten bin ich eigentlich fertig. So, Players and Cars. Ja, hier ihmchen. Wollen wir mal gucken. Ist eigentlich relativ schade, dass man immer erst bestätigen muss, dass man keine Vorab-Ansicht sieht. Aber, naja, ist ja jetzt zweimal Enter drücken oder so. Also auch relativ schnell gemacht. Nur, dass ihr mal alles gesehen habt, was es da so gibt. Den müsste ich auch nochmal testen. Der ist sicherlich nicht schlecht. Naja. Fraser Nash Competition. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Jeep Wrangler, auch sehr geil. Das Lego-Auto. Nein, das müsst ihr selbst testen. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Maserati 5000 GT, alles klar. Maserati Bora, auch nicht schlecht. Porsche 911, Porsche 928. Der Subaru Impreza, das Durchschnittsauto des Nicht-Durchschnittsdeutschen. Der Superfast F1 Mod, auch sehr geil. Und ich glaube, der Superfast F1 Mod, komm, das geben wir jetzt einfach uns einfach nochmal, weil das war, glaube ich, dieses abartig kaputte Auto. Ja. Yep. Genau. Guckt mal links unten auf den Tacho. Das ist total Gold. Oh, guck mal, eine Wand. Wo kommt die denn her? Wer hat die denn da hingestellt? Ja, leck mich doch am Arsch. Gut, okay. Ihr habt's gesehen. Das war Ultimate Stunts in Version. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für eine Version ist. Ist auch nicht relevant. Die ganze Geschichte lässt sich nämlich herunterladen und ohne große Kompilation auf die meisten Systemen direkt ausführen. Ansonsten gibt es sicherlich Paketquellen, die euch das Spiel irgendwie mitliefern. Müsst euch mal ein bisschen schlau machen oder noch viel, viel besser auf holase-linux.de. Was war das denn gerade für ein Verhaspler? Das ist mir noch nie passiert. Ich schäme mich. Auf holase-linuxgaming.de einfach mal schauen, was es da so zum Artikel, also zu Ultimate Stunts gibt. Und vielleicht stehen da auch die wichtigen Informationen, die genau ihr braucht, drinne. Das ist mir schon so oft passiert. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein. Wie gesagt, Ultimate Stunts für absolut no money, lau, zum Runterladen und ja. Bis zum allernächsten Mal. Tschüss. What? What? Mein Spiel. What? Es ist weg. It's gone. It was there and now it's... And it began anew.